Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist die Physiotherapie in den Zeiten von Homeoffice und Homeschooling. Und es ist uns gelungen, Herrn Huck zu gewinnen. Herr Huck ist der Leiter der Physiotherapie an den Vidya-Kliniken in Karlsruhe. Herr Huck, herzlich willkommen. Was können Sie uns an Tipps und Tricks verraten, wie wir körperlich fit bleiben bei Homeoffice und Homeschooling? Ich empfehle den Zuschauern, ich empfehle auch den Patienten, ich empfehle auch meinen ganzen Kollegen immer, ihr müsst in der Woche 150 Minuten euch bewegen. Aktuell ist es so, dass ich den Menschen draußen sage, ihr sitzt jetzt noch mehr an eurem Bildschirm, ihr sitzt noch mehr am PC, steigert diese Zeiten einfach nochmal um 5 bis 10 Minuten. Herr Huck, in Teil 1 unserer DRK-Sprechstunde haben Sie uns schon viele Übungen gezeigt, für die man sich zum Beispiel Erinnerungen in den Kalender setzen kann. Aber die Mittagspause ist ja jeden Tag normalerweise zur gleichen Zeit. Wie kann ich die Mittagspause für meine Gesundheit nutzen? Die Mittagspause können Sie optimal nutzen, indem Sie als allererstes einen kleinen Spaziergang oder paar kleine Dehnübungen durchführen und dann vielleicht auch im Bereich des Essens etwas leichtes essen, weil Sie sitzen ja nachher wieder auf Ihrem Platz am Homeoffice und somit ist es viel besser für den Körper, wenn man nicht zu viel Nahrung in sich hat und sich in der Mittagspause auch ein bisschen bewegt hat. Um sich gegenseitig zu motivieren, könnte man das Konferenztool auch mal zum gemeinsamen Training nutzen. Welche Übungen würden Sie einem Team dafür vorschlagen? Ich würde Teamkollegen einladen, dass sie sich quasi aufstellen und dann dementsprechend mit dem Hampelmann beginnen, weil sie haben ja die ganze Zeit schon die Sitzposition. Dann würde ich diverse Dehnübungen durchführen. Ich würde auch versuchen, im gegebenen Bereich mich zu bewegen, also ein bisschen zu laufen, um dadurch auch den Blutkreislauf, die Zirkulation des gesamten Körpers etwas zu aktivieren. Wenn es gegen Feierabend geht, spürt man die eingerosteten Beine und den schmerzenden Rücken. Mit was für einer Übung könnte man sich zum Feierabend auflockern? Wenn wir unsere Homeoffice-Arbeit beenden, ist es immer ganz, ganz interessant. Man setzt sich einfach kurz gerade hin und lässt die Wirbelsäule mal ganz langsam nach vorne. Bleibt in dieser Position eine halbe Minute, dann steht man auf und beugt sich nochmal weiter nach vorn. Und somit hat die Wirbelsäule wieder ein bisschen Normalität bekommen und Sie können ganz entspannt in den Feierabend reingehen. Manchmal macht es auch Schwierigkeiten, sich vom Rechner loszureißen. Kennen Sie ein Ritual, welches einen zwingt, den Raum oder Arbeitsplatz zu verlassen? Ja, ich habe so ein Ritual selber mir entwickelt. Das heißt, ich habe einen Timer und werde mich immer nach gewissen Zeiten erinnern lassen. Gleichzeitig habe ich einen kleinen roten Punkt an meinem Laptop, an dem ich immer wieder mal drauf schaue und weiß, okay, jetzt muss mal wieder was anders passieren, sonst falle ich da aus dem Bereich raus und bleibe viel zu lang am Arbeitsplatz. Manch einer geht auch normalerweise öfter mal schwimmen oder ins Fitnessstudio. Welche Ersatzübungen oder Trainings können Sie während des Lockdowns empfehlen? Also mit dem Schwimmen wird es ein bisschen schwierig, aber wir können das, was wir im Fitnessstudio durchführen, können wir auch zu Hause auf einer Matte oder auf dem Teppich machen. Wir können verschiedene Übungen, die wir dort etwas abgewandelt, können wir zu Hause auch durchführen. Die Kollegen beim Schwimmen können auch auf einer ganz normalen Yogamatte eine diverse Schwimmübung durchführen. Das geht auf jeden Fall. Zuletzt, welche Musik kann uns zu welchen Übungen animieren? Das ist natürlich sehr interessant, weil ich selber auch Musiker bin und ich habe immer versucht, welche Übungen mache ich, wo ist die beste Musik. Es ist nicht ratsam, wenn man mit einer Übung beginnt und hat dann gleich eine schnelle Übung, sondern es geht einfach darum, man sollte mit einer langsamen Übung, also das heißt Dehnung, beginnen und dann sollte die Musik auch im Mittelbereich sein. Und will ich dann so gegen Ende meiner Übung etwas mehr Aktivität, etwas mehr Kreislaufintensität bekommen, dann kann ich mir eine Musik raussuchen, die etwas schneller ist und etwas schwungvoller ist. Das macht dann auch Spaß, weil ich dann auch mit der Musik meine Übung durchführe. Herr Huck, vielen Dank für Ihre Tipps und Tricks.
Sie helfen uns weiterhin gesund zu bleiben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Vielen Dank, Herr Hug. Tschüss.